Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Hahn, ich darf am Anfang gleich was berichtigen. Es ist nicht richtig, dass das Protokoll bis zu diesem Moment nicht vorliegt. Sie meinten das Protokoll von der Anhörung, sondern es wurde heute Mittag kurz nach 12 verschickt. Ja gut, nur wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Und wir haben jetzt 0.37 Uhr. Das heißt, ein bisschen Zeit wäre gewesen, um das ein oder andere noch zu schmökern, wenn es für Sie so interessant gewesen wäre. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Aber wahnsinnig gerne. Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Der Tag ist noch jung. Das haben mich schick gemacht. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich bedanke mich, dass ich die Frage kurz stellen kann. Können Sie mir sagen, wie ein Abgeordneter, ohne dass er dieses Protokoll lesen konnte, vorliegen hatte, in den Ausschüssen auf die wirklich gravierenden rechtlichen Einwände der Sachverständigen eingehen konnte und eventuell daraus Änderungsanträge ableiten konnte, wenn es zum Zeitpunkt der Beschlussfassung im Ausschuss nicht vorgelegen hat und auch heute mir jedenfalls bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorliegt? Die Frage ist unglaublich spannend, lieber Kollege Hahn. Die habe ich mir vorhin nämlich auch gestellt, weil just bei dieser Ausschusssitzung, wo dieses Gesetz besprochen worden ist, meiner Erinnerung nach Sie gar nicht anwesend gewesen sind. Darum habe ich überhaupt nicht verstanden, warum Sie die Beratung im Rechtsausschuss ohnehin beklagt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern Abend eine Sternstunde des internationalen Sports. Der FC Barcelona besiegt Paris Saint-Germain mit 6:1, nachdem im Hinspiel mit 0:4 alles für Barcelona sehr schlecht aussah. Und vor allem die Tore in der 88., in der 91. und in der 95. Minute erzeugten das, was heute viele Medien als Fußballwunder bezeichnet haben. Nun, meine Damen, meine Herren, was ist es, was die Menschen am Sport so begeistert? Ich glaube, es sind drei Dinge. Es sind einmal die Hochleistungen, erzeugt durch Technik, Schnelligkeit und Kraft. Dann ist es der Siegeswille, der immer zu spüren ist. Und noch eine dritte Komponente, und ich glaube, die wird heute sehr wichtig, nämlich die Unvorhersehbarkeit des Ausgangs. Niemand besucht ein Fußballmatch, ein Tennismatch, wenn er weiß, wie das Ergebnis am Ende aussieht, egal wie gut die Sportler auf dem Platz sind. Und diese Begeisterung, die hat die letzten Jahrzehnte einen echten internationalen Wirtschaftssektor geschaffen. Es geht um Geld. Und da, wo es um Geld geht, gibt es Menschen, die wetten, um etwas von diesem Geld abzubekommen. Und dann kommen auch diejenigen, die auf illegale Art und Weise an das Geld kommen wollen. Und dann muss der Rechtsstaat überlegen, müssen wir dort einschreiten, müssen wir die Bürger, müssen wir Rechtsgüter schützen. Und da ist nun die erste Frage, reichen denn § 263 und 299 StGB aus? Die Frage kann man ja stellen. Paragraph 299 immerhin kann man sagen, der internationale Sportbereich ist doch ein Wirtschaftssektor. Ist das nicht so etwas wie ein geschäftlicher Verkehr? Aber er greift deswegen nicht, weil es eben nicht um den Bezug von Waren und Dienstleistungen geht. Und Paragraph 263, der kam hin und wieder mal zur Anwendung, nämlich über die Beihilferegelungen für Sportler und auch für Schiedsrichter, aber immer nur dann, wenn es einen Wettbezug gibt. Und hinzu kommt noch eine dritte Komponente. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das ist ein Dreiklang, so will ich es mal beschreiben. Die Begeisterung für Sport ist der Grund für die wirtschaftliche Existenz dieses Sektors. Diese Begeisterung erfordert Hochleistung, Siegeswillen und diesen ungewissen Ausgang. Und wer Spiele verschiebt, der führt Leistungen und er führt den Siegeswillen ad absurdum und der vernichtet eben auch diese Begeisterung an diesem ungewissen Ausgang. Und damit wird genau diese Grundlage dieses internationalen Wirtschaftssektors vernichtet. Und deshalb ist es richtig, dass wir die Verletzung der Integrität des Sportes in einem separaten Straftatbestand abbilden. Wir etablieren zwei neue Straftatbestände, 265c, den Sportwettbetrug für Manipulationsabreden mit Bezug auf Sportwetten, und
Paragraph 265d, Manipulationsabreden ohne Sportwettbezug. Wichtig ist mir am Ende noch mal eins. Ich glaube, eine Abbildung durch zum Beispiel eine Veränderung von 299 StGB alleine wäre nicht sachgerecht gewesen. Natürlich kann man sagen, 299 StGB ist doch was Ähnliches, der schützt die Integrität des geschäftlichen Verkehrs. Aber ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wer zum Beispiel im geschäftlichen Verkehr, nehmen wir den Abschluss von Energielieferungsverträgen, wer da manipuliert, der schadet natürlich dem Ansehen der Branche. Und es wird Menschen geben, die wenden sich dem einen Unternehmer ab und dem anderen zu. Aber sie werden sich nicht der ganzen Branche abkehren, weil Energie erforderlich ist und sie brauchen ihren Energiebezugsvertrag. Beim Sport ist das anders. Schauen Sie sich die Beispiele an, die wir haben, die Dopingskandale im Radsport, die mittlerweile dazu geführt haben, dass sich fast ganze Länder bei der Berichterstattung der Tour de France abgewendet haben. Im Sport ist es anders. Da müssen wir damit rechnen, dass bei Betrug, bei Manipulation im Sport sich Menschen ganzen Sportbereichen abwenden. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir das in anderen Straftatbeständen abbilden. Das tun wir mit dem vorliegenden Gesetz. Ich werbe um Ihre Zustimmung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Alexander Hoffmann. Die nächste Rednerin, Renate Künast für Bündnis.